Moinsen und willkommen zurück bei Star Wars Knights of the Republic. Die letzte Folge ist ja leider nicht ganz so gut ausgegangen. Wir haben da dummerweise den kürzeren gezogen. Aber mal gucken, ob wir es diesmal besser schaffen. Und zwar hatte uns dieser gemeine Roboter hier geärgert. Ja, Droide natürlich. Mal gucken, ob wir den jetzt besser entreten können. Entgegentreten können. Schocken wir erstmal schön. Hier, ja. Nimm das. Das kann ein Jedi. Für die Republik. Lässt sich einfach nicht treffen. Ziemlich gemein. Ach, ich schmeiß wieder Ionengranaten auf das Vieh drauf. Das war die falsche. Scheiße. Na, endlich ist das dumme Vieh tot. Das war aber auch ein Kampf. Oh, ich habe die falschen Granaten geworfen. Upsi. Naja. Kann ja mal passieren. Was gibt's hier? Schutzanzug. Oh, 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 oh. Das ist aber gar nicht lieb. Ich schmeiß mal die Betäubungsgranate rein. Bekämpfen sich untereinander. Finde ich ziemlich praktisch, weil dann muss ich nicht so viel machen. Die Macht ist auf meiner Seite. Das kann ein Jedi. So sei es. Nicht hängen bleiben. So, schauen wir mal. Der Schutzanzug hier. Objekt erhalten. Okay. Kein Problem. Verstanden. Teile. Ist da draußen jemand? Fischchen. Was? Fischchen. Fischchen? Kommt ihr, um mich auch zu fressen? Ihr könnt mich aber nicht holen, kleine Fischchen. Nicht hier drinnen. Ich bin sicher hinter meinen Mauern. Bitte was? Warum kommt ihr nicht raus? Eigentlich ziemlich selbsterklärend, wenn wir solche durchgeknallten Selkaf rumlaufen. Aber ich frage einfach mal. Oh, das würde euch gefallen, was? Ich komme heraus und bam! Selkath schwärmen von überall her und sie beißen und reißen und klauen. Fischchen sind schnell und leise. Nein, 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 Freund. Ich spiele das Spielchen nicht. Ich habe hier in meinem Raum, diesem Raum, die Siegerkarte gezogen. Keine Fischchen für mich. Als die Selkath verrückt wurden und begonnen haben, alle aus dem Weg zu räumen, habe ich mich hier eingesperrt. Ich bin hier sicher. Nichts kann mir hier drinnen wehtun. Kein Fischfutter für mich. Der scheint auch nicht gerade mehr sehr gesund zu sein, was seinen Geisteszustand betrifft. Aber ich kenne, das erinnert mich an so einen Kannibalen aus einem anderen Spiel, der auch ständig von irgendwelchen Fischlein geredet hat. Kommt heraus. Wir beschützen euch vor den Selkaf. Die zwei Antwort gefällt mir besser. Ich schneide euch zu kleinen Fischstäbchen zusammen. Nein, ihr könnt mir hier nichts tun. Ich bin unbesiegbar. Laserschwert in Halterung führen. Das finde ich aber lustig. Wollen wir das mal ausprobieren? Na, mal gucken, was passiert. Oh. Ja gut, was habe ich erwartet? Ja. Ich lad mal neu. Ich bin da nicht so böse. Gut. Kein Problem. Verstanden. Kein Problem. Verstanden. Gut, probieren wir das nochmal aus. Kein Problem! Vielleicht kommen wir auch zu einer
unradikaleren Lösung. Mal schauen. Ist er drauf? Ja, kennen wir schon. Oh, nein, also. Kommt er raus? Ne, halt, erstmal mal. Warum ist denn die Silke auf durchgedreht? Ich weiß es nicht. Fragt sie doch. Als der Dämon kreischte, erschütterte er jeden Verstand in der Station. Wir fielen zu Boden, überlebten aber. Die fischigen Fischchen wurden dadurch nur hungrig. Kommt heraus. Wir beschützen euch vor den Selkaf. Nein, 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 nein. Das haben die anderen auch gesagt. Söldner wie ihr. Aber sie sind tot. Die Selkaf haben sie gefressen. Mittagshäppchen. Nur die im südlichen Teil der Station könnten noch am Leben sein. Da, wo das Kolto ist. Wenige Fischchen sind dort. Aber viele, viele Fische im Wasser dazwischen. Wenn ihr nicht rauskommt, lasse ich euch einfach da drin versauern. Tschüss, tschüss. Sucht nur nach Fischleuten. Sie fressen und beißen und beißen und fressen. Fischfutter, ja, das seid ihr. Gollum, Gollum. So kommt mir das vor. Ist da draußen jemand? Kommt sofort raus oder wir schießen uns den Weg frei. Das denkt ihr. Fischchen denken das auch. Diese Wände und Türen sind 12 Zentimeter stark und aus Durastahl. Ich bin hinter meinen Mauern unverwundbar. Niemand kommt hier herein. Als die Selkath verrückt wurden und begonnen haben, alle aus dem Weg zu räumen, habe ich mich hier eingesperrt. Ich bin hier sicher, nichts kann mir hier drinnen wehtun. Kein Fischfutter für mich. Tschüss, tschüss. Okay. Also der hat erstmal keine sinnvollen Informationen für uns. Schade. Naja. Vielleicht können wir den ja noch später überzeugen, wenn wir die ganzen Viecher hier platt gemacht haben. Hier fliegen Lichtschwatter. Na ganz klar. Puh. Wo geht's da oben hin? Credits. Noch ein Schallgenerator. So ein Ding haben wir da letztens doch schon gefunden. Gut, hier geht's nicht weiter. Blitzen wir den erstmal. Level up. Was kann ich tun? Fähigkeiten. Ja, langweilig, braucht man nicht. Kräfte. Was nehmen wir denn so Schönes? Heilen ist gut. Und du lernst Fähigkeiten auch. Talente. Du bist eine Nahkämpferin. Das heißt, wir erhöhen ihr Angriffstalent. Und bei Kräften, was lernt ihr denn so Hübsches? Machtwiderstand. Klingt doch gut. Lernen wir auch mal. Was kann ich tun? Wo geht's hier hin? Oh, zu Selkaf. Das ist Gift. Ja, rennt durch die Mine, Mädel. Ist ja auch nicht so tragisch. Ionenblaster Prototyp. Was sind daran so besonders?
Drucktür. Du kannst nur in einem Raumanzug durch die Schleuse. Okay, das lassen wir erstmal. Erstmal will ich hier die Station erkunden, bevor wir da irgendwo hinschwimmen, wo uns wahrscheinlich irgendein beklopptes Vieh auflauert. Oder irgendwelche bekloppten Viecher. Das muss ja nicht sein. Ich erstmal alle möglichen Sachen, die es hier gibt, erforschen. Sonst gehen wir hier am Ende noch drauf. Noch ein Druide, aber der ist ja nicht sonderlich gefährlich. Nein, das brauchen wir nicht so. Dämlich. Mädels, ey. Da liegt die Mine. Komm, wir laufen durch. Die bescheuert, ey. Hier scheint doch eine Schleuse zu sein. Lass mal die Mine wegmachen. Mädels, seid ihr fertig da drüben? Scheinbar nicht. Stellen sich bescheuert wie immer an. Sie haben es geschafft. Wunderschön. Reparaturkit. Granaten. Noch mehr Granaten. Gibt es hier irgendwelche Armaturen, die wir bedienen können? Sieht nicht so aus. Kein Problem. Nicht geklappt. Kein Problem. Nicht geklappt. Kein Problem. Nicht geklappt. Geht die Tür mal auf? Kein Problem. Nicht geklappt. Kein Problem. Nicht geklappt. Kein Problem. Nicht geklappt. Kein Problem. Sich verarschen. Nicht geklappt. Hat hier irgendjemand höhere Sicherheit als ich? Ich hab 14. Die hat 0. Hat auch 0. Na, ganz toll. Hab ich irgendwelche Items und meine Sicherheit erhöhen? Ne, hab ich hier nicht. Das Ding. Kein Problem. Nicht geklappt. Kein Problem. Nicht geklappt. Kein Problem. Oh, zum Kotzen. Kann ich mein Team nochmal ändern? Ich kann natürlich nicht. Ich kann den Weg zurücklatschen. So eine Kacke. Dann schauen wir eben hier nochmal nach, ob in der Tür irgendwas Spannendes drinne war. Hab ich ganz übersehen. Oh, da ist noch was rum. Oh, doch nicht. Gucken wir nochmal runter den Gang. Ob hier noch irgendwas Schönes rumliegt. Eine Mine und ein Druide. Und wieder eine Drucktür. Okay, die Tür geht nicht auf. Okay, hinter der Drucktür geht's weiter. Aber
Ich würde mal sagen, das ist wieder was für die nächste Folge. Und was wir dann dort erleben. Wie gesagt, das ist wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein. Ciao.